Und dann kann ich hier einfach öffnen, Alvos und Secrets raus und dann geht's halt rein und dann kann ich darin die Inneneinrichtung vermöbeln oder die Menschen, die da drin sind. Oder ich kann auch einfach nur zuhören und dabei ein bisschen schweigen und schauen, was so noch passiert. Secret, wir haben Besuch. Secret, Kevin Enrico. Justin Annabelle Martin, wir haben Besuch. Dorte? Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardwar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Warum denn das jetzt plötzlich geschenkt nehmen? Aidara Käseecke. Seitenbacher Joghurtschnecken. Sinne gut. Kennt jemand die Werbung? Grausig. Egal. Aber die Seitenbacher Joghurtschnecken sind in der Tat nicht grausig. Auch wenn ich noch nie eine davon gegessen habe, ich bin mir sicher, die sind gut. Eigentlich mag ich auch die Werbung. Also erzähl mal keinen Schluss, Kedos. Okay, während ich mir ja Gedanken darüber gemacht habe, wie ich eigentlich diese Masse an Videomaterial hier render, wollte ich gerade eben eigentlich erzählen, dass das hier viel gemütlicher ist als bei der Nord-Variante. Wenn man der Nord folgt, dann steht man da draußen irgendwie an einem Steg, kann ich nachher kurz zeigen, und plappert sich da das Maul wund. Und hier sitzt man wenigstens schön und bekommt ein paar Käseecken, ein bisschen Brot, einen Eisenbach, ein gegrillter Lauch, Honigbräu mit, eine Karotte, ein Ring der geringen Illusion, Rotapfel, ein silberner Ring, eine Tunik. Ne, das will ich nicht haben. Ich will ihn ja nicht ausziehen. Dankeschön, das ist wirklich nett. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon ab. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. So, aber ich glaube, jetzt mit dem Jahr von Weißlauf zu sprechen, ist in etwa das Gleiche, was man tun muss an dem Ding hier. Aber wir möchten uns zuerst eigentlich der kaiserlichen Armee anschließen, um cool zu werden. Weil nur wer in der kaiserlichen Florian-Silbereisen-Armee drin ist, ist ja auch wirklich der größte Teil des Shit. Und kann beim Musikantenstadl wirklich geile Volksmucke abliefern, ansonsten läuft das nicht. Wollen wir da noch so ein bisschen was wissen? Was kann ich über den Jahr erzählen? Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Das wissen wir eigentlich alles. Was denkt ihr über den Krieg? Das brauchen wir alles nicht wissen. Auf Wiedersehen, genau. Lass mal aufstehen. Hatte er große Zähne? Und jetzt können wir uns von allem lösen, obwohl ich noch mal kurz mit Hardware reden möchte. Umgebung zu sein. Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Okay, also ich soll nach Weißlauf, da mit dem Homo. Nicht mit dem Homo, Alter, was ist denn das für ein Commentary? Dominik! Ja, ich muss meinen richtigen Vornamen benutzen, wenn ich mich tadel. Also, ich soll ja erst jetzt zu dem Jahr gehen, ne? Jahr klingt halt auch so ein bisschen komisch, deswegen bin ich hier gerade eben auf komische Adjektive kommen, die eigentlich gar nicht komisch sind. Und bevor ich mich jetzt hier verplapper und irgendjemand denkt, ich würde hier irgendwelche komischen sexistischen Kommentare abgeben, die gar nicht sexistisch gemeint sind, halte ich lieber einfach die Klappe und kommentiere mit anderem Senf weiter. Also, ich wollte hier gerade niemand beleidigen, ne? Ihr meint wirklich, ich sollte der kaiserlichen Armee beitreten. Ich weiß, heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen, aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen, besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Wie, die Rebellen haben einen Drachen? Die glauben ernsthaft, der Drache wird von den Rebellen kontrolliert? Das ist ja mal wirklich, also, nee. Hier, General Tullius hat meine Hinrichtung befohlen. Warum sollte ich ihm helfen wollen? Das ist mal eine Frage. Ich kann euch nicht verdenken, dass euch das wütend macht. Mir ging es an eurer Stelle genauso. Aber das war nur ein Versehen. Ihr hättet gar nicht auf dem Wagen mit diesen Sturmmantelverrätern sein sollen. Und die kaiserliche Armee braucht eure Hilfe. Besonders jetzt, da der Drache irgendwo da draußen und Ulfric wieder auf freiem Fuß ist.
ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich mich hier anschließen, weil ich gerade eben irgendwie auf diesen Armeetrip stehe. Ich weiß auch nicht warum. Das hoffe ich. Die Armee ist im Moment die einzige Hoffnung für Himmelsrand. Na kommt, wir machen uns besser auf den Weg. Habt ihr euch verlaufen? Nee, ich habe mich nicht verlaufen, kleines Mädchen, das hier irgendwo aus dem Nirgendwo spricht. Wo ist denn die hin? Setzt sie sich jetzt einfach auf einen anderen Stuhl? Hä? Wir machen uns auf den Weg und er setzt sich von einer Ecke des Raums in die andere? Also das hätte ich mal wirklich aktives Laufen, ey. Richtig, hier eine Strecke von 2 Metern hinbekommen. Was ich gerade eben sagen wollte, ich glaube, ich finde das gerade eben so attraktiv mit der Armee, weil man in der anderen Variante eigentlich ziemlich allein rumläuft am Anfang. Und irgendwie so in einer gemeinsamen Gruppe, das kann man nämlich auch. In Skyrim kann man tatsächlich hier Mitglieder mitnehmen. Ach, die hat mich von unten angesprochen. Hier direkt durch die Arschritze sozusagen. Was willst du denn? Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Kein Grund aufzustehen und hochnäsig wegzugehen und sich dann wieder hinzusetzen. Warum kann ich voraussehen, was die... Ach, komm. Der Schmied. Na, alle Säuferin. Euch wie zu Hause. Was denkt ihr denn über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Das stimmt in der Tat. Deswegen werde ich auch... Oh, guck mal, ich könnte einfach Eisenschwerter mitnehmen und Eisenrüstung. Nee, das wäre stehlen. Das wäre dann stehlen. Trollfett wäre kein Stehlen. Das könnte ich nehmen. Werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Ja, das wirst du bestimmt, ne? Und vor allem wirst du am Schwert von irgendwelchen größeren Männern irgendwann rummachen, wenn du älter bist, ne? Boah, das ist ein übler Kommi. Nee, war er nicht. Der ging ja eigentlich, weil es ist ja dann älter, ne? Ist ja dann kein Ding mehr. Wenn man Volljähriges darf man machen, was man will, obwohl ich nicht weiß, warum man in Skyrim hier volljährig ist, aber das ist ja auch Banane-Kohlköpfe. Guck dir das mal an, die kann ich übrigens auch verprügeln. Wollte ich nur mal kurz anmerken hier. Vielleicht findet das jemand böse, deswegen mache ich hier kurz einen Quicksave. Oh. Komm. Mach ihn kaputt. Oh, guck mal, das stimmt, hier ist auch noch irgendwo ein Wuff-Wuff. Das habe ich voll verpennt. Und Hühner sind hier übrigens auch. Die kann man wirklich töten. Ihr hättet nie herkommen sollen. War eine doofe Idee. War F6 laden? Moment, ich probiere das mal kurz. F7? F8? Ich glaube, es war F9. Ja, es war F9, tatsächlich. Ich hoffe, die Aufnahme ist dadurch nicht irgendwie abgestürzt oder irgendwie sonst wohin gegangen. Also wenn man hier Hühner verprügelt, dann ist das nicht so wie in Fable, dass man hier einfach durch die Gegend und aufs Dach treten kann. Nein, das geht nicht. Dann bist du hier nämlich scheiß dran. Stump heißt der. Trotzdem habe ich gehört, wie Lukan geschrien hat, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Das war ich nicht. Was? Ehrlich. Ein Dieb? Hier! Dann schauen wir uns mal an, wo ist denn hier ein Laden? Irgendein Laden von Lukan? Mal gucken, ist das der hier? Schlafender Riese? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil das ist wahrscheinlich eine Nebenquest, diesen Dieb hier zu finden. Ihr seid weil ich neu das hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Was? Ich werde ja völlig ungläubig hier bei dem ganzen Kram. Also hier soll es irgendwo einen Laden geben. Ein Laden? Ach, Kühe, nee. Kühe, Stiere, was auch immer. Hallo? Vielleicht kann jemand draufspringen. Na, komm. Oh ja, so ein bisschen. Nee, okay, lass das mal. Ich wollte hier gerade mal anmerken, wie schön ich das mal wieder finde, wirklich mal wieder über einen längeren Zeitraum aufzunehmen, ja? Ob es jetzt gerade eben, glaube ich, erstmal nur so eine Stunde ist und ich auch bald aufhören muss, weil meine Stimme abkratzt, weil die ist daran natürlich auch gar nicht gewöhnt. Das ist auch so ein Problem. Das soll ich mal irgendwann hier die Gewöhnung mit einführen. Ist das hier? Hier, wem gehört denn der Laden? Irgend zum Luca. Gehen wir doch einfach mal rein hier, den schlafenden Riesen. Der schlafende Riese. Njam, 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 njam. Ach stimmt, das ist ja so ein Papp. Er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Das Sven. Ja, Sven, wie geht's dir denn? Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Okay, also hier haben wir gerade eben so eine krasse GZSZ-Beziehungskomplikation, meine Damen und Herren. Nämlich zwischen dem Sven und dem Feudal, was irgendwie wie so eine Krankheit klingt. Und mal schauen, ob wir da vielleicht so ein bisschen den Kai Pflaum spielen können, um die richtigen zwei Peoples zusammen in Relationship zu bringen, Alter. Ohne dass zwei Männer blühen, er hört sich hartnäckig an. Warum? Ja, machen wir das ja. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgna gehört. Wer ist Orgna? Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendal sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Er hat's erkannt. Hier,
ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendal. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Du, das wäre aber ganz schön assig. Das wäre sogar richtig assig. Ich gehe zu dem Elf und verpetz den. Aber so richtig hart. Wo ist denn der Elf hier? Du bist nicht der Elf. Du bist Orgner mit den tollen Sprüchen. Delfine. Mandarine. Diesen Kleiderschrank würde ich mir vormerken. Wenn alles gleich verläuft wie beim letzten Mal, dann gibt er noch eine größere Bedeutung. Also natürlich sexuell gesehen. Alter, gehst du mal hier? Bist du das... Das ist... Also, mir fehlen gerade wirklich... Schön. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Nein, ich hab nirgends herumgeschnüffelt. Ich will hier einfach nur raus. Tschüss. Wird's halt von der Türe beiseite geschoben. Also. Total tolle Musik. Auf einer Trommel rumklopfen und fertig. Ja, also wir müssen ja hier den Elfen finden. Übrigens natürlich auch Tag-Nacht-Wechsel im Spiel vorhanden. Ist zwar inzwischen eine Selbstverständlichkeit, was solche Spiele angeht. Stimmt, bei Nacht sollen die ja hier zum Hafenbezirk runter. Und deswegen gehe ich jetzt auch einfach mal zum Hafenbezirk runter. Ich glaube, hier so in der Nähe hält man das Gespräch, wenn man eben nicht den Weg der Kaiserlichen geht, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ein neues Gesicht. Und ein hässliches noch dazu. Was? Nichts für ungut. Ein hässliches Gesicht, was soll denn das jetzt? Hier, ich möchte doch diese zwei Turteltäubchen in Spee erwischen, wenn das denn bitte geht. Hafenbezirk, Hafenbezirk, Hafenbezirk. Also das wird jetzt natürlich oft das mal passieren, dass wir irgendwie uns auf der Suche nach einer Person begeben und dafür 3 Jahre lang brauchen. Also macht euch da mal keine Hoffnung, dass das irgendwie ein Einzelfall sein wird. Aber ich glaube doch, bisher ist das Let's Play wirklich eines der unterhaltsamsten. Also von den ersten paar Folgen habe ich jedenfalls das beste Gefühl. Und es ist doch viel schöner, wenn ihr nicht nur etwas schaut, was ich produziert habe, sondern auch etwas schaut, was ich selbst mag. Ich weiß nicht, wo ich den Spruch genau aufgegabelt habe, aber irgendwo halt. Eine Distel. Also hier hält man das Gespräch, ne? Da ist dann irgendwie der Hund, sitzt dann auch noch rum und was weiß ich. Und hier hinten war doch, glaube ich, noch irgendwo eine Hütte. Nee, aber eine Krabbe. Also ich gebe schon zu, die Grafik ist nicht perfekt, die Einstellung, aber wir lassen es einfach mal so, weil es, wie gesagt, leckfrei läuft. Und dann möchte ich da nicht weiterhin was ausprobieren und dann nachher irgendwie noch schnöde Scheiße bauen. Ey, wo ist denn hier jetzt hier dieser Elf? Da ist nur der Hund allein im Horizont. Elfilein! Aber die Raucheffekte sind schon, ist schon eine geile Nummer. Also ich dachte jetzt, ich finde den Elf direkt und die lieben sich hier irgendwo. Vielleicht auch einfach mal in die Buden einbrechen. So aus dem bloßen Spaß an der Freude. Was ist hier drin? Fendals Haus, da muss man ja rein. Das ist ja der Elf, der klingt wie ein Geschwür. Und vielleicht ist er gerade eben noch nicht auf dem Weg zum Hafen, warum auch immer, oder? Da ist doch gerade niemand. Nee, da ist er. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Oho, oho, gehobene Worte. Eine Schönheit, die in ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das Sven wollte, fest, dass ich Camilla diesen Brief überbringe und behaupte, er sei von euch. Was führt dieser Prahlhans jetzt im Schilde? Ich bin eine Petze. Er glaubt also, er könne Camilla gegen mich aufbringen? Man kann den Spieß auch umdrehen. Hier, überbringt Camilla diesen Brief und sagt, er sei von Sven. Was? Wollen wir doch mal sehen, was sie von ihm hält, wenn sie das gelesen hat. Sag mal, was soll denn der Senf jetzt? Jetzt gehe ich das dem anderen petzen. Also ich lass doch hier nicht irgendwie so blödsinnigen Mist zu. Das ist kein feiner... Was ist denn jetzt los? Er ist raus und gleich wieder rein. Also manchmal verarscht mich Skyrim echt an jeder Seite und Ecke, wo es nur geht. Also ich finde das halt irgendwie echt doof von den beiden. Ich meine, das macht man doch nicht. Das sind von beiden keine feinen Charakterzüge. Es gewinnt nachher der einfach die Liebe von der Frau gewinnt, ja? Da muss man sich halt so ein bisschen anstrengen und gucken, dass man auf faire Art und Weise sich besser darstellt als andere. Übrigens bin ich begeistert von den Ladezeiten, die wir haben. Die sind nämlich wirklich kurz dafür, dass die Aufnahme nebenbei Dieser läuft. Dieser Brief sollte Camilla davon überzeugen, dass sie mit Feendal nie wieder ein Wort wechseln will. Ach, und jetzt muss ich mich entscheiden. Ich muss mich jetzt entscheiden, oder was? Wo ist denn Camilla überhaupt? Ach, ich muss mich jetzt entscheiden, wer von den beiden ich haben will. Und das entscheide ich einfach mal nach dem, was sie halt über den anderen sagt. Dann muss ich jetzt hier halt wirklich Kaltflaume spielen. Jetzt halt doch mal die Klappe hier, mit dem ich was ich brauche. Ich habe schon genug genommen, was ich brauche. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind Gummis. Aber ich finde, glaube ich, eh keine hübsche Frau. Camilla. Camilla, wo wohnst du denn? Handels... Oh, stimmt, im Handelskonto irgendwas wurde da gesagt. Da schleichen sie sich und treffen sie sich. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Jetzt erstmal Schluss hier, ich muss mit der Camilla erstmal reden. Vielleicht könnt ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen.
Ich will nicht lügen. Ich möchte sagen, dass Findan mich gebeten hat, euch diesen Brief zu geben und zu sagen, er sei von Sven. Was hat er? Wovon redet ihr da? Dieser eifersüchtige Idiot. Hat er gedacht, er könnte mich so manipulieren, dass ich Sven nie wiedersehen will? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Ihr solltet mit Sven reden. Sicher möchte auch er euch danken, dass ihr seinen Namen verteidigt habt. Mhm. Also ganz ehrlich, das ist ein unglaublich komplexes Ding gerade eben, weil eigentlich haben ja beide sie so ein bisschen manipulieren wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber bei der einen Option stand eben Lügen und bei der anderen stand nicht Lügen. Und weil ich ein liebes, braves Bubilein bin und mir meine Mama das so beigesagt hat, lüge ich natürlich nicht. Ist doch eine ganz klare Nummer hier. Komm, Sven. Ich wurde als Skalder ausgebildet. Genau wie mein Vater und sein Vater vor... Hier habe ich voll geholfen. Das wollte ich hören. Gut gemacht. Ich finde, ihr habt etwas Gold von meinen Trinkgeldern in der Taverne verdient. Geil. 25 Gold. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Folgt da einem. Voran. Hä? Den will ich doch nicht dabei haben. Hinter euch. Ach so, jetzt würde mir... Nee, komm, bleib mal hier. Komm, bleib mal einfach. Geht nur. Kann ich den auch irgendwie wieder bitte entbinden? Hier trennen sich unsere Wege. Tschüss. Zu Hause, falls ihr mich sucht. Ja, das ist ja dein Zuhause in dieser Kneipe hier. Das ist ja ganz klar. Kein Problem, kein Ding. Ich beende diese... Nee, das will ich gerade eben. Ich will was beenden. Ich möchte diese Session von Let's Play Skyrim in dieser wunderschönen Kneipe. Wunderschönen Kneipe und mit diesem wunderschönen Ausschnitt ihr da vorne. Dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ach, jetzt plappert doch mich nicht alle andauernd zu. Möchte ich diese Session hier beenden. Ich hoffe, euch hat die erste Session gefallen. Ich hatte jedenfalls... Was rennst du mir noch ins Bild? Unglaublich viel Spaß damit und freue mich schon auf weitere Aufnahmen und freue mich darauf, wenn das Projekt dann auch endlich online ist und sich ein bisschen auf die Zuschauerreaktion eingehen kann. Da werde ich mir allerdings, wie gesagt, so einen kleinen Puffer schaffen, dass wir immer genügend Folgen auf Lager haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und reingehauen. Schnell speichern.